Wer dieser Tage im Supermarkt einkaufen geht, der kommt an einer Sache eigentlich gar nicht vorbei, und zwar an den Stickern unserer Nationalspieler. Und da hatte man beim SV Hemsen in Niedersachsen eine super Idee. Es ist der Traum eines jeden Fußballspielers und für sie ist er wahr geworden. Einmal das eigene Porträt in einem Stickeralbum zu bewundern. Beim SV Hemsen in Niedersachsen wurde von jedem aktiven Spieler im Verein ein Foto gemacht. Und dann war das erste eigene Fanalbum quasi perfekt. Also es tauschen wie bei den Großen auch, nur dass es jetzt eben keine Nationalspieler sind wie Messi und Ronaldo und Schweinsteiger, sondern es sind Spieler wie Krüssel, wie Wolters, wie Wilken. Es wird geklebt und getauscht wie die Weltmeister. Und wer sein eigenes Bild dann endlich gefunden hat, ist natürlich stolz wie Bolle. Ich finde das schön, alle haben sich versammelt. Ja, alles läuft jetzt gut. Das Tauschen geht schon los, ich habe auch schon getauscht, ist echt gut. Wie die ersten Mal das gekriegt haben, da waren die oben schon alle am Suchen, ob man selber mit drin ist, jetzt in der Tüte oder nicht. Auch da war echt Action. 60 Cent kostet ein Paket, 5 Bilder sind drin. Und schon mehr als 7000 Sticker sind verkauft. Die Begeisterung bei Jung und Alt ist riesig, die Aktion ein voller Erfolg. Wenn ich dann schaue, wie teilweise auch Oma Opa jetzt schon die Bilder schön ordentlich gerade ins Album klebt, damit das auch alles ordentlich ist, das hat schon was. Welche Mannschaft ist Jens denn? Die Großeltern im großen Sammelfieber. Und auch die Tauschbörse läuft mittlerweile auf Hochtouren. Da wechseln begehrte Sticker schon mal zu horrenden Preisen den Besitzer. Ich war sehr überrascht, dass hier schon Summen genannt worden sind, für die man auch schon fast eine Kiste Bier kaufen kann. Der Erlös soll übrigens der Jugendarbeit zugutekommen. Und wer weiß, vielleicht schafft es ja auch irgendwann einer der Spieler vom SV Hemsen in das große Stickeralbum von Deutschlands Profimannschaft.